Die Band kenne ich gar nicht. Was für Musik machen die? Rock? Oder eher Pop? Also mehr so Techno, Progressive Balkan mit einem kleinen bisschen Metal? Noch nie von dem Genre gehört. Die sexuelle Orientierung beschreibt, von wem du dich angezogen fühlst, in wen du dich vielleicht verliebst und mit wem du Sex haben möchtest. Jede Person hat eine sexuelle Orientierung. Und es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, verschiedene sexuelle Orientierungen zu beschreiben. Viele Leute kennen Begriffe wie heterosexuell, schwul, lesbisch und bisexuell. Aber es gibt noch viele andere sexuelle Orientierungen. Manche Leute identifizieren sich zum Beispiel als pansexuell, was bedeutet, dass sie von Personen aller Geschlechter angezogen sind. Für viele pansexuelle Personen hat Geschlecht wenig damit zu tun, von wem sie angezogen sind. Das heißt, sie sind von einer Person angezogen, nicht vom Geschlecht einer Person. Manche Leute sind asexuell, manchmal auch Ace genannt. Asexuelle Personen verspüren wenig oder keine sexuelle Anziehung zu anderen Personen und haben wenig oder gar keine Lust auf Sex, ganz egal wie er aussieht. Viele asexuelle Personen verspüren trotzdem romantische Anziehung. Sie fühlen Liebe und Zuneigung. Aber eben vielleicht keine sexuelle Anziehung. Demisexuelle Personen verspüren nur dann sexuelle Anziehung, wenn sie eine starke, romantische oder emotionale Verbindung zu einer Person haben. Das sind nur einige von vielen Labels, die Leute verwenden, um ihre sexuelle Orientierung zu beschreiben. Manche Leute mögen es auch gar nicht, Labels zu verwenden. Und das ist auch okay. Es gibt noch viele andere Begriffe, die das volle, diverse Spektrum an Menschen beschreiben. Und das ist wunderschön. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, mich auf amaze.org zu besuchen oder unter Hashtag amazeorg mit mir zu twittern. Bye!